Glückwunsch, Bäumler. Zu was? 12 Jahre als wir. Sie sind ja von Anfang an mit dabei. Da gibt es in diesem Jahr vom Jobcenter ein Stempelheftchen. Und wenn Sie die 20 voll haben, kriegen Sie einen eigenen Mülleimer zur Selbstnutzung in Innenstadtlage. Zum Pfandflaschen sammeln. Herr Bäumler, was darf es denn heute sein? Ein Job vielleicht? Wird Sie vielleicht überraschen, aber da sind Sie heute nicht der Erste. Was kann ich bieten? Ein Aufsichtsratsposten bei Daimler-Benz kam heute Morgen erst rein. Nee, war ein Spaß. Ja? Bäumler, Sie müssen schon ein bisschen mehr Engagement zeigen. Aber ich bin doch hochmotiviert. Mich müssen Sie nicht überzeugen, Bäumler. Ich kenne doch Ihre Akte. Ich sag mal so, Schule war nicht Ihre Stärke. Was glauben Sie, wie das hier läuft? Ich habe keine Arbeit und Sie vermitteln mir einen Job. Bezaubernd. Jobs vermitteln wir hier beim Jobcenter schon lange nicht mehr. Wir halten die Statistik in Ordnung. Wir holen doch nicht die Leute von der Straße. Ich gefährde doch nicht meinen eigenen Arbeitsplatz. Wir schicken die Leute in Maßnahmen, Fortbildung. Nicht damit sie sich bilden, sondern damit sie fort sind. Ja, aber das ist doch sinnlos. Sinnlos macht aber Spaß. Neulich habe ich erst wieder einem 45-jährigen ungelernten Hilfskoch einen Computerkurs besorgt. Der macht Ihnen jederzeit einen PowerPoint-Vortrag über Zürcher Geschnetzeltes. Das ist doch gut, oder? Gut. Wissen Sie, wenn ein Jobcenter gut ist, wenn ich hier einen Mitte-30-jährigen Arbeitslosen sitzen habe, wenn ich es schaffe, dass er aus finanziellen Gründen bei seiner pflegebedürftigen Mutter einziehen muss und wenn ich es dann schaffe, dass die Mutter für ihn Unterhalt bezahlen muss, das ist gut. Und sonst wird sanktioniert. Wer nicht spurt, kriegt die Kohle gekürzt, du faule Sau! Aber das ist doch unmenschlich. Sag mir, wie das hier läuft. Sie kassieren Hartz IV und dafür halten Sie die Klappe. Schweigegeld. Dafür lassen Sie sich ab und zu als Sozialschmarrer so demütigen. Irgendeinen Schuldigen brauchst du ja immer. So, okay, bis hier. Vielen Dank, Herr Schmidtke. Gehen Sie mal wieder auf Ihren Platz. Tja. Und? Ja, also Herr Schmidtke, ich will ganz ehrlich sein. Für eine Anstellung im Jobcenter als Vermittler sind Sie mir einfach zu weich. Da ist zu viel Wärme. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie machen jetzt eine Ausbildung zu Praktikanten und dann eine Umschulung zur Weiterbildung. Und mit ein bisschen Glück gehen Sie dann in Rente. Gut.